2021 in the Lifetime Achievement category goes to Professor Hermann Seiler and Dr. Erika Seiler. Ladies and gentlemen, it is a great honor for my wife and me to be here. We are very grateful to the election committee that we have received now this Lifetime Achievement Award. Together. Professor Hermann Seiler, aufgrund seiner vielen Innovationen in der Gesichtschirurgie, wurden ihm und seiner Frau Dr. Erika Seiler in Paris 2021 der Lifetime Achievement Award in Medicine überreicht. Gemeinsam sind sie heute in ihrer Privatklinik in Zürich im Bereich medizinisch indizierter sowie ästhetischer Gesichtschirurgie tätig. Herr Professor Seiler, was ist Schönheit? Oder Attraktivität? Ich muss sagen, Fachleute, die sich auch wissenschaftlich mit diesem Thema befasst haben, sind zu dem Schluss gekommen, dass das nach vorne gewachsene Gesicht am ehesten unserem heutigen Schönheitsideal entspricht. Dieses sogenannte Anteface war schon in der Antike berühmt, denn Königin Nofretete hatte dieses Gesichtswachstum. Zeit seines Lebens befasste sich Professor Seiler mit dem nach ihm benannten Anteface, dem nach vorne gewachsenen Gesicht, welches dem heutigen Schönheitsideal entspricht, wie beispielsweise bei vielen Stars, Models und berühmten Sportlern, so zum Beispiel bei Angelina Jolie oder Roger Federer. Auch Nofretete mit ihrem Vorgesicht galt schon in der Antike als die schönste Frau der Welt. All diese Ergebnisse sind die chirurgischen Leistungen an der Klinik Professor Seiler. Nicht nur die Funktion, sondern vor allem auch die Form eines Gesichts stand für Professor Seiler schon immer im Fokus. Das Gesicht ist unser wichtigstes Kommunikationsorgan, sagt der Professor. You never get a second chance to make a first impression, ist der Slogan der Klinik. In die Klinik Professor Seiler kommen Patienten aus aller Welt und Patienten jeden Alters. Um nicht nur den Alterungsprozess aufzuhalten, sondern auch um hohe Attraktivität zu erzielen. Anhand der hier abgebildeten Röntgenbilder sieht man die mit roten Pfeilen markierten engen Atemwege eines Schlafapnoe-Patienten und die mit grün markierten Pfeilen die stark erweiterten Atemwege nach der Operation. Dieser chirurgische Eingriff namens Rotation Advancement führt zur Erweiterung der Atemwege und permanenten Heilung der Schlafapnoe und bedeutet eine enorme Steigerung der Lebensqualität. Oh Gott, was halten Sie davon? Grauenhaftes Ding. Oh, da hatte ich ja gelitten. Das war, bevor ich natürlich diesen Unfall hatte. Ja. Ich habe das 18 Monate mit mir rumgetragen. Aber Sie haben den Unfall gemacht, obwohl Sie das Gerät trugen. Ja, das Gerät hat gewirkt, dass mein Schnarchen ein bisschen besser ist. Aber ja. Die Frauen waren immer noch unzufrieden, aber es war ein ganz schreckliches Leben. Was a CPAC machine, which is a machine that people take at night. That part of the system, I could not handle the machine. I would get claustrophobic. I could not handle it. All diese Patienten und noch viele mehr wurden und werden seit über 20 Jahren in der renommierten Klinik Professor Seiler in Zürich operiert und von dem kompetenten Klinikteam
herzlich und fürsorglich betreut. Ich danke Ihnen für diese neue Lebensqualität. I'm on no blood pressure pills, my blood pressure is the best, and I don't fall asleep at the end of the day. I don't fall asleep when I'm talking to people. I have more energy, okay? It's like a whole new life. And I felt so loved and cared for by all of you. And I can breathe again, I sleep well, and I'm so grateful for that. I miss you all, and I hope you're all doing well, and I can't wait to see you again. Die Gießerei Rüdier, berühmten Kunstgießerei, die für die größten Bildhauer seiner Zeit und man muss sagen, das geht jetzt über Generationen, Plastiken gegossen haben. Rüdier hat zum Beispiel für Rodin mehr als 100 Plastiken gegossen. Eins der großartigen Kunstwerke sehen wir in Zürich, neben dem Kunsthaus, ein Großplastik auch von Rodin und eine Bronzeplastik von Jean-Paul Clairin. Das ist ein französischer Künstler, ein Maler und Bildhauer, den wir sehr schätzen. Unter anderem deswegen, weil er das Vorgesicht, das nach vorne gewachsene Gesicht, das ich Anteface genannt habe, ebenfalls als das Schönheitsideal unserer Zeit angesehen hat. Jean-Paul Clairin hat über 3 Jahre an diesem Kunstwerk gearbeitet und es war auch für diese berühmte Gießerei eine große Herausforderung, dieses Kunstwerk zu schaffen, zu gießen, zusammenzusetzen, dass auch alles ganz genau passt und sich bewegen lässt. 1550 Kilogramm Bronze zu verarbeiten, ist wahrlich keine Kleinigkeit. Liebe Freunde, heute möchte ich euch und Ihnen die Geschichte dieses Eis erzählen. Es hat eine besondere Bedeutung für Erika und mich und ich möchte die ganze Geschichte erzählen. Wir haben das Ei das allererste Mal auf Mallorca gesehen, in einer Galerie, die Lambert Monet gehört, und es war fast anbetungswürdig, so schön dünkte es uns. Und damals war das Ei für uns wirklich unerschwinglich, aber wir haben es nie aus dem Gedächtnis verloren und immer wieder darüber gesprochen und auch mit Lambert immer wieder darüber geredet. Und wie es der Zufall will, haben wir mit Lambert, mit dem wir in engen Kontakt wiedergekommen sind, nach 22 Jahren, über das Ei gesprochen. Nun, wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass dieses Ei
vorher in New York war. Unser Galerist hatte es in New York im Hotel Pierre ausgestellt, wo es dann von Donald Trump gesehen wurde. Donald Trump war offensichtlich auch begeistert davon und veranlasste, dass es in den Trump Tower gebracht wurde, weil er dort ein Spektakel eben haben wollte. Es ist etwas spektakulär, das muss ich zugeben. Es ist ein Werk, das Hauptwerk von Jean-Paul Clairin, einem französischen Künstler. Er hat nämlich diese menschlichen Figuren alle mit einem Anteface gezeichnet. Das Anteface ist eine Errungenschaft meiner wissenschaftlichen Arbeit. Wir haben nämlich festgestellt, dass das heutige Schönheitsideal das nach vorne gewachsene Gesicht ist, das Anteface. Alle Schönheitsköniginnen dieser Welt heutzutage haben das nach vorne gewachsene Gesicht. Und Jean-Paul Clairin, dieser Künstler, der hat das auch als solches gesehen und deshalb haben wir uns angefreundet. Und nun sehen Sie die Geburt der Schönheit. La naissance de la beauté, the birth of beauty, innerhalb dieses Eis. Ein Eis ja ein Fruchtbarkeitssymbol. Und er hat das benutzt, um die Schönheit darzustellen. Und das Verblüffende ist, das Ei kann sich öffnen. Und jetzt sollen Sie das sehen. Voilà, hier ist es, dieses wunderbare Kunstwerk, La Naissance de la Beauté, The Birth of Beauty, die Geburt der Schönheit. Ich hoffe, Sie sind genauso begeistert wie wir beide.